Es muss ja irgendwann mal passieren, dass das Chinoa auch in der Herrenversion kommt. Hier ist es, das Simplon Chinoa Herren. Jawohl. Haben wir schon mal vorgestellt. Und ja, wir wissen, das beste Fahrrad in der Klasse einfach weiterentwickeln. Das ist schwer. Carbon. Und das hat Simplon auch nicht gemacht. Das wird einfach weitergeführt. Jedes Jahr. Und ja, jedes Jahr ist es immer noch auf State of the Art. Die werden jetzt demnächst in den letzten 12 Monate so langsam auf Smart-System umgeswitcht, je nachdem, wie die Rahmen kommen, wie die Motoren kommen, wie die Displays und Akkus kommen. Und der Motor ist eh derselbe. Der Motor ist eh derselbe, 85 Newtonmeter, also von daher ist es eigentlich, ja, überhaupt kein Nachteil. Also Bosch Performance Line CX. 85 Newtonmeter. 85 Newtonmeter. Ordentliches. Watt, genau, 630 Wattstunden. Du kannst noch zusätzliche Akkuhalter dran machen, wenn du möchtest. Hast du 1000. Das geht, der kann Range extended. Das können ja die Best 2 können das ja. Und die Best 3 nicht. Und hier siehst du auch, die Abdeckung kannst du abnehmen? Die Abdeckung ist fest an dem Akku. Deswegen musst du erstmal den Schlüssel reinmachen und dann nimmst du Akku und Abdeckung gemeinsam raus. 28 Zoll. Das Ganze mit einer leichten Pannenschutzhilfe. Genau, Schwalbe. Mondial Evolution, du hast leichte Profilierung. Das führt dazu, dass du jetzt im Schotter oder im Gelände gut fahren kannst. Wenn es richtig schlammig ist, dann reichen natürlich die Stollen nicht. Der Vorteil ist jetzt von denen, dass sie halt die Luft nicht so krass durchwirbeln. Du hast halt kein Reifengeräusch, wenn du auf dem Asphalt fährst. Mhm. Und im Winter, vor allem im Kopfsteinpflaster oder so, wenn es nass ist, dann ruhst du halt nicht aus. Ja, das ist ein Profi-Fahrrad, hat auch einen Profi-Preis. 6.000 Euro, 5.899, aber ich habe gehört, gehört das dazu? Nein, bei Chinoa Max, also die Damenversion Tiefeinstieg, das haben wir jetzt als quasi Angebot für unser 100-jähriges Jubiläum. Die normalen Chinoas, die sind nach wie vor so, die sind noch super günstig. Die Räder, die jetzt ab Juli kommen, die sind nochmal 10% teurer durch die Inflation, weil Simplon kauft die Rahmen jetzt auch viel teurer ein. Und ab Juli kommt dann quasi der nächste Preiseinstieg bei denen. Simplon, Carbonrahmen. Wie lange gibt es denn Simplon schon? Simplon gibt es jetzt schon mittlerweile seit 60 Jahren. Die kommen aus Hart, waren auch mal ein Händler in Österreich. Die Familie Hemmerle lebt in der zweiten Generation noch und die haben noch Anteile an der Firma. Und dort werden die Räder nach wie vor als Einzelfertigung zusammengebaut. Das Besondere bei Simplon ist, man kann sich halt die Räder zusammen konfigurieren. Und es gibt über 1 Million verschiedene Versionen, wie man einen Simplon kaufen kann. Carbon-Sattelstütze. Also da, wo man Carbon verbauen kann, haben sie auch getan. Der Lenker aber nicht. Der Lenker, den kann man auch als Carbon quasi bestellen. Aber wir bestellen halt immer, also serienmäßig ist die Carbon-Sattelstütze dabei, da sparst du halt schon ein paar 100 Gramm. Du kannst aber auch ein Parallelogramm später nachrüsten, wenn du willst, das geht auch. So. Eine Besonderheit, ja. Viele haben in dem letzten Video, die wir vor 1,5 Jahren gedreht haben, gefragt, warum ist da bei Simplon auf den Bildern das hier nicht zu sehen. Also bis Rahmengröße M ist da einfach nur diese Stange. Mhm. Rahmengröße L und XL haben dann das zusätzlich als Griff. Kannst du als Griff, als Nebenprodukt, als Nebeneffekt verwenden für zusätzliche quasi Stabilität beim Sattelrohr. Okay, gab's. Aber kannst du wirklich als Griff benutzen, da geht es nicht kaputt. Und? Das ist das Schöne auch, wenn jemand den Bahnsteig hochläuft, ist es wirklich sehr, sehr praktisch. Da kannst du reinpacken und dann dein Fahrrad hochtragen. Vor allem das Fahrrad ist das leichteste Fahrrad in der Klasse. Du bist bei 21, 22 Kilo. Haben wir letztes Jahr, glaube ich, bei dir auf dem Kanal die auch gewogen. Wenn die mit Roloff sind, sind sie ein bisschen schwerer. Mit Enviolo haben wir das da. Drehen wir gleich auch. Da hinten in Blau haben wir es da in Enviolo. Und mit Kettenschaltung sind die halt am leichtesten. Man kann die auch ohne Federung nehmen, aber wir nehmen die immer mit Luftfederung. Die kann man halt schön auf dem Gewicht einstellen und nehmen die Unebenheiten natürlich schön weg. Die Zehnfachkette, hier ist ja eine Dioro Zehnfach drauf, ist ein gutes Stückchen stabiler, robuster wie die Zwölffach. Genau, den Grund kannst du vielleicht auch erklären oder weißt du es nicht. Die Kette wird ein bisschen breiter. Die Kette wird breiter und dadurch stabiler. Also viele, Material, genau, und dann viele wundern sich, dass die 12-fach, also ich habe ja auch eine 10-fach, die reißt sehr selten. Bei den 12-fach bei 85 Newtonmeter plus reintreten noch, dann kann das mal schnell passieren. Wenn die sich dann verhakt beim Schalten, das war's. Genau, und die Kette ist halt auch dünner, weniger Material. Und das führt dann dazu, wie du schon richtig sagst, dass die Kette einfach schneller verschleißt. So, ein besonderer Augenmerk gilt wirklich auch dem Design. Das Ganze hat einen sehr, sehr
leichtes Design, was hier mit ankommt, aber es ist auch die Marke. Also wer sich da noch nicht auskennt, du zahlst ein Stück weit auch die Marke mit, die Langlebigkeit, der Wiederverkaufswert, Qualität, die Dingerqualität. Ist wie eine Leica-Kamera, ne? Design ist einzigartig, die Qualität ist einzigartig. Das, was an einem Fahrrad verbaut ist, natürlich die Teile werden zugekauft, aber der Rahmen, das, was Simplon entwickelt, ist wirklich einzigartig. Auch zum Beispiel der Vorbau hier, das sind so Kleinigkeiten, die entwickelt Simplon selbst. Da kommen ja noch eine Kappe am Ende, wenn es verkauft ist, weil die im Lager sind, die Lenker ja nicht gerade, dann ist hier alles in einem Guss verschmolzen. Sieht davon natürlich viel, viel, viel schöner aus. Magura Bremsanlage. Wir haben die MT4, MT3 bei Chenors verbaut. Bei dem ist jetzt das MT4. Manche haben auch MTC. Nee, wie heißt der? Magura CT, sorry. Die CT-Version von Magura. Aber hier haben wir die Magura MT4 verbaut. Also eine rein rassige Mountainbike-Bremse, die da ist. Greift auch nicht zu. Kolben? Ein. Ein Kolben, vorne und hinten. Habe ich auch im Moment auf meinem 120 Newtonmeter Fahrrad. Aber nicht, weil es früher waren die zwei Kolben noch gar nicht so durchsetzt. Hatten fast alle Räder ein Kolben. Vor kurz nach dem Krieg. Bis vor ein paar Jahren, ja. Doppelkolben oder vier Kolben. Kam jetzt im Enduro-Bereich und wird immer mehr, weil die Leute das Fahrrad natürlich viel mehr belasten und du willst Bremskraft, ansonsten zwei Kolben ist gang und gäbe und du kommst sicher zum Stehen beim Treckenrad. Ja. Da ist es schon überdimensioniert eigentlich. Ja, 100 Jahre Switchbike Bornemann. Ihr verkauft Qualitätsfahrräder, ihr werdet noch mehr Fahrräder als ganz hochwertige Versionen reinbekommen, weil sich das so ein bisschen in Deutschland sogar rumgesprochen hat. Wenn es mal gerade runternimmst, da gucken wir uns die Farbe nochmal an. Was hat das für einen Vorteil, wenn ich zum Beispiel als Dienstrad, da habe ich ja die Möglichkeit, das Ganze als Jobrad-Leasing zu benutzen, ja, wenn ich da ein bisschen mehr Geld investiere, was denkst du? Du sparst dann bis zu 40% durch die Gehaltsumwandlung, also du sparst dann Steuern, das wird ja von deinem Bruttolohn abgezogen und dann am Ende des Jahres hast du so weniger Sozialabgaben etc. Ich meinte, wenn du jetzt ein etwas teures Fahrrad investierst, was hat das so Vorteil? Du hast einfach hochwertigere Komponenten und hast natürlich mehr Genuss beim Fahren. Es muss jetzt nicht unbedingt jetzt ein Simplon sein, für jemanden, der jetzt sagt, ich hätte gerne nur ein 1500 Euro Fahrrad. Für ihn empfehle ich, kauft euch ein 3000 Euro Markenfahrrad mit Bosch Motor etc. Da habt ihr einfach lang Gesicht, einfach viel mehr Spaß. Für Leute, die was Exklusives suchen, wie bei Simplon, hier hast du natürlich ein unglaubliches Fahrerlebnis, weil du natürlich erstmal den Carbonrahmen hast. Carbonrahmen ist super steif, sehr, sehr direkt, die Leute, die damit fahren. Du merkst auch, dass das Fahrrad 5, 6 Kilo weniger wiegt. Natürlich ist es was Exklusives, das braucht nicht jeder. Da gebe ich euch auch recht, kommen wir mal in den Kommentaren, braucht man wirklich Carbon für 8000 Euro? Nein, braucht man nicht, aber das ist nochmal ja gut, für Leute, die jeden Tag auf dem Fahrrad unterwegs sind oder was Exklusives suchen. Hier kostet 5.899 Euro. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir filmen nochmal kurz das Schild ab, dass wir das mit drauf haben. Da ist es, Simplon Chenoa CX-10 als Herrenversion. Wir sind bei Switchbike Bornemann in Gießen, 100 Jahre Switchbike. Eine 15% Aktion habt ihr auf Chenoa Max. Und 0% Finanzierung, 12 Monate bis 30.06. Und jede Menge Wochenangebote bei uns auf der Website. Tschüss. Ciao.